So, Hallöchen, Popöchen. Ja, da haben wir sie wieder, die Karl Johann. Sie wird gezählt als Schlachtschiff, ist aber eigentlich eher schon ein Kreuzer. Also das sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Ich finde irgendwie auch, hier fehlt noch definitiv der Nebel. Aber andererseits finde ich auch, es ist ein ganz tolles Schiff. Es macht also massive Laune. Die erste Runde habe ich zwar verloren mit ihr, aber das sind ja Dinge, da muss man durch. Guten Luck eben. Also, und ich hätte gerne noch ein Schlachtschiff hier drüben. Aber bis sie links mal hier ist. Delaware könnte ich hier schon massiv gut gebrauchen. Sie ist schnell. Was definitiv nicht schnell ist, ist die Dornröder. Also gleich mal gucken, ob ich genau Free XP habe, dass ich den Kapitän so, habe ich jetzt ganz vergessen, hochskillen könnte, dass wir die Turmdrehzahl gleich nochmal korrigieren können. Ich möchte das nicht unter den Modulen machen. Weil ich im Endeffekt doch lieber da die Secondary ausgebaut habe. Gerade wenn Zerstörer zu dicht kommen oder wie auch immer, ist das, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache. Da schicken wir ein paar Torps los. Geht immerhin bis hinten rein. Da. Jetzt fährt natürlich unser Zerstörer da rein. So, also wieder an deutsche Geschütze gewöhnen. Ja, ich weiß. Oh. Also die ist straight reingefahren, obwohl die Torps da kamen. Ja, das ist schlau. Das ist ganz besonders schlau. Bin unsichtbar geworden. Oh, schön 7000 gesetzt, das ist doch nett. Nicht getroffen, eingesoffen. Sie ist definitiv beweglicher als ich schrieben. Ob es nicht weit genug vorgegangen ist, also sie hat Gas gegeben. Aber sie brennt, also mehr kann ich gar nicht wollen. Schade, dass wir nicht ketten. Wer sagt das? Wo auch immer du bist. Na, hast du mich getroffen, okay. Glaube, ich muss noch ein bisschen umdrehen. Das ist halt auch der Riesenvorteil. Ich bin schon wieder unsichtbar. Was mich wieder beschleunigt. Die Links wieder hier davor. Dreht da hinten 360 Grad? Ne, dreht er auch nicht. Das ist der Nachteil, okay. Es gibt auch Nachteile an diesem Schiff. Ups, und das tat natürlich weh. Na gut, das sind Japaner, da muss man sich jetzt nicht wirklich wundern. Das ist gleich nochmal übergebraten, mein Freund. Ich könnte schon, wie gesagt, Hilfe gebrauchen. Das wäre jetzt nicht so. Ich wäre bereit für Hilfe. Ich meine, hier sind zwei Schlachtschiffe, die ich hier alleine beackere. Plus ein Kreuzer.
Da kommt das nächste Schlachtschiff. Es ist also nicht so. Gerade vor Langeweile sterbe, aber es war eine schöne Summe, die wir da gerade gesetzt haben. Schön. Nicht gelöscht, aber gut, damit muss man umgehen. So, unsichtbar. Das war nicht weit genug vorgehalten. Setzen. Muss ich mir also keinen heißen drum machen. Schade drum. Unser zweiter DD ist tot. Die sollten aufhören. So dicht war die Jäger jetzt nicht dran. So, ja. Nicht getroffen, okay. Hat präzise wie ein Deutscher halt. Ah, ja, aber nicht schießen. Ich glaube, es hackt. Ja, schade, aber sie haben auch schon zwei Zerstörer verloren. Total wie hier, das hilft halt nichts. Das tut halt weh. Steht 4 zu 4, auch wenn wir ihn mal mit den Zerstörern definitiv die wichtigen Schiffe verloren haben. Jetzt kam die Missouri auch noch von da, aber wir haben noch gar nicht alles verloren. Wie kann denn das sein, dass jetzt hier auf einmal alle hier sind? Ah, jetzt haben wir noch Delaware verloren, ey, ich glaube es nicht.
Das könnte definitiv wehtun, aber es geht noch. Er ist echt die Tops ausgewichen, okay. Dafür sind sie bekannt. Jetzt definitiv auch nicht eindrehen, um mit Sicherheit nicht. Da ist sie unsichtbar jetzt geworden. Ach, ist das ärgerlich. Ja. Ein bisschen heilen, spaßeshalber. Aber mal rausjagen, hilft ja nichts. Nasse wird immer mehr als wir vorher waren. Ich finde, wir müssen mal die Weimar rauskriegen, ja. Die Weimar muss sterben. Ich habe sie nicht getroffen, die ist klar. Obwohl wir mehr Schiffe haben als sie. Muss eben halt mit den linken Möglichkeiten. Die Weimar ist mit Absicht jetzt in die Unsichtbarkeit gefahren. Jetzt ist auch noch die Brandenburg hier. Theoretisch müsste ich hier wegfahren in Unsichtbarkeit. Genau, so geht mir nämlich jetzt so wie jetzt. Tötet mich eine Weimar. Weimar, 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 da di, da di, di, da di, da di, da di. Aber mir macht das Schiff Spaß, muss ich jetzt schon sagen, macht definitiv Spaß. Daumen nach oben. Ganz klipp und klar, Daumen nach oben. Daumen nach oben.